Wenn der Pflug im Feld läuft, ist es ganz wichtig, dass er im rechten Winkel zum ungepflügten Land läuft. Und das sieht man jetzt hier, wenn er hier die Neigung zum gepflügten oder zum ungepflügten hat, läuft er nicht richtig. Und so wie jetzt der Meterstab steht, im rechten Winkel, so soll er sein. Und deshalb justieren wir jetzt etwas nach. Wir verstellen jetzt die Neigung des Pfluges anhand von diesen zwei Anschlagschrauben, einmal für die rechte Seite und einmal für die linke Seite. Zuerst ist wichtig, dass beide Schrauben die gleiche Einstellungen haben. Und dann verändern wir beide Schrauben immer parallel, damit der Pflug auf jeder Seite exakt gleich läuft.